Wer willst du mich töten? Ich komme wegen deines Blutes. Hast du dich hier reingeschlichen, du Lump? Mein Blut? Versuch doch, es mir abzuzapfen! Keine Panik, Majestät. Ich brauche nur ganz wenig. Wer bist du? Geralt von Riva. Voltests bevorzugter Hexer. Ich habe von dir gehört. Was willst du mit meinem Blut? Saskia, die Jungfrau von Edirne, ist vergiftet worden. Wir brauchen Königsblut für das Gegengift. Tränendrüsiger Aberglaube. Königliches Blut für die Jungfrau? Warum beißt sie nicht Stannis in den Arsch? Schluss jetzt. Gib mir das Blut freiwillig, sonst öffne ich deine Adern. Mir wäre es übrigens lieber, wenn du es selbst tust. Sonst muss ich mich wieder mit dem ganzen Lager schlagen. Wer weiß, vielleicht hat ja einer der Soldaten Glück und tötet mich. Es sei dir gegönnt, Katzenfratze! Allerdings bleibt dann der Geisternebel über der Grenze hängen, bis deine Ritter die Nase voll haben vom Kämpfen. Willst du damit sagen, dass du weißt, wie man meiner Armee den Weg frei machen kann? Ja, aber als Toter kann ich das nicht. Du bekommst mein Blut. Aber versprich mir, dass du den Nebel vertreibst. Du hast mein Wort, König. Denk an unsere Abmachung. Meine Leute führen dich aus dem Lager. Nicht, dass einer meiner Soldaten Glück hat. Sag mir noch, wie bist du durch den Nebel gekommen? Ich bin ein Hexer. Dann brauche ich wohl eine Armee von verdammten Hexern. Vor einigen Jahren habe ich gegen die Nilfgaarder gekämpft. Jetzt bin ich mit den Schwarzen in einem Lager. Gut, Brot, siehst du jetzt endlich? Sieh an, der Hexer. Mädels, macht euch bereit. Was möchtest du, mein schöner Herr? Ich brauche eine Hure. Von denen haben wir genug hier. Bevor du dir eine aussuchst, will ich zuerst mal Geld sehen. Ich habe meine Prinzipien. Ich habe genug Geld mit. Das sind meine Mädchen. Such dir eine aus, Weißhaariger. Ich bin aus Stützing in den Ländereien der Lavalettes in Temeria. Flüchtling, was? Was? Ich bin aus Panglean. Sieh an, was? Ich möchte nur reden. Wir können uns unterhalten, aber du bezahlst dafür genauso viel wie fürs Vögeln. Einverstanden. Dann frag, worüber willst du reden?
Passiert im Lager irgendwas Interessantes? Das Soldatenpack hat Schiss vor der Schlacht und säuft sich zu, statt anständige Huren was verdienen zu lassen. Interessant? Ich glaube nicht. Sind sie nicht scharf auf den Kampf? Das waren sie, ganz zu Beginn. Aber je länger sie hier rumsitzen, desto weniger Feuer haben sie. Mit dem Krieg ist es wie mit den Vögeln. Ohne Lust geht gar nichts. Sieh an, was... Ich... Wir... Einfach... Dann... Worüber wir... Ich wüsste gern, was du von Hänsel hältst. Was weiß eine Puffmutter schon über einen König? Puffmütter und Wirte sind immer die besten Quellen. Früher kam er oft zum Vögeln her, wollte den einfachen Soldaten zeigen, ich bin einer von euch. Aber jetzt macht er es wohl nur noch mit parfümierten Damen. Sieh an. Ich... Worüber... Hast du von der Jungfrau von Eddern gehört? Nicht mehr als das, was jeder so hört. Was hältst du von ihr? Jungfräulichkeit bekommt dem Verstand nicht. Die soll sich mal durchvögeln lassen, dann kommt sie wieder zur Vernunft. Sieh an, was... Vielleicht ein... Hammel, fick dich selbst, Kreatur. Auch gucken kostet was. Echte Melonen. Ein Märchenprinz bist du ja nicht gerade. Bei uns auf dem Land nicht. Hammel. Macht Liebe statt Krieg. Macht Liebe statt Krieg. Geht bisweilen seltsame Wege. Vor einigen Jahren habe ich gegen die Nilfgaarder gekämpft. Jetzt bin ich mit... Sie ab... Ich... Sie an... Ich... Da... Wo... Ich... Sie an... Ich... Da... Hier gibt es... Sie an. Da. Ich bin aus Stützingen in den Ländern. Sie an. Ich hab... Das sind... Sieh an... Das sind... Ich.
Leben geht bisweilen seltsame Wege. Sieh an. Das sind... Sieh an. Das sind... Hier gibt es Trolle? Ja, gibt's. Einfach so? Gehst du jetzt endlich? Ah, Tag. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Soldat bist. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Soldat bist. Ah, Tag. Was gibt's Neues? Sagt die Mutter zu ihm. Der Dorfschulze und der Werber wollen dich holen. Nun hatten sie... Tag! Mist. Guten Tag. Guten Tag. Tag auch. Was gibt's Neues? Es gibt nichts zu besprechen. Ohne Kampf bin ich nichts. Wegen der drohenden Niederlage haben sie bei uns in Hinterwalden ganze Dörfer eingezogen. Die Hälfte der Burschen war schlau genug, in den Wald zu flüchten. Aber den Rest haben sie eingesackt. Sagt der Landrat, das sind keine Soldaten, das ist Dünnschiss. Aber wenn die Kavallerie darüber hinwegreitet, verliert sie vielleicht ein bisschen an Tempo. Geralt, Schlacht, sei mir gegrüßt. Schwere Verluste an der linken Flanke. Der Formation droht der Zusammenbruch. Da werfen die Burschen ihre Piken weg und stürzen sei sich auf die Reifen der Bogenschützen. Wollten Sie plündern? Tag, verdammt. Dämlich. Hallo.
Seltsame Aura. Wer schleppt bloß den ganzen Zinnober hierher? Wer schleppt bloß den ganzen Zinnober hierher? Nichts Besonderes. Wer schleppt bloß den ganzen Zinnober hierher?